Hi, I'm Jack Geldard. Welcome to Epic TV Climbing Daily. Today we're talking mainly about Jan Hoogje. Last week saw the Innsbruck round of the Bouldering World Cup and, unfortunately for the Austrians, they were competing on home turf and they didn't win. This is quite big news. The winners were German climber Jan Hoogje and German climber Uli Worm. Check out the video replay of all the action from last week's competition. Speaking of German climber Jan Hoogje, some people are wondering just how he suddenly got so strong. Well, we've got the answer right here. Check out this ridiculous video of Jan training on his local wall. Dass mir niemand glaubt, dass ich nur 10 Stunden trainiere, genau, habe ich mitbekommen. Aber wenn man sich überlegt, dass man 2 Stunden schon echt ganz schön platt wird innerhalb einer Session und nicht häufiger als 4-mal die Woche trainiert, dann passt das wahrscheinlich schon. Dann macht man auch 2 Stunden Ausgleichstraining, dehnt ein bisschen oder geht mal laufen und dann komme ich immer noch nicht über 15 Stunden. Also in der direkten Weltcup-Vorbereitung muss ich meistens besonders auf das Ausdauertraining ein bisschen ein Auge werfen, dass ich ab und zu mal 4x4 mache, um die nötige Substanz aufzubauen. Wenn du dick bist. Weil ich echt dick bin und mich nicht so lange festhalten kann, ja. Ich habe so 1 bis 2 Goes am Tag mit so einer Stunde Pause dazwischen. Also dann kann ich mich auch bis zu 15 Züge lang festhalten. Das ist echt ganz gut, wenn es in einer Runde mal läuft, ich ein paar Boulder mache, schöne Morpho-Varianten finde. Dann denke ich, das ist schon ganz cool, so groß und schwer zu sein. Eigentlich nur groß zu sein. Aber vor allem, wenn ich 1-2 Mal in Nähe, ja, nur kurz vor dem Topgriff loslasse, dann denke ich mir, das leichtere Kletterei, 5 Minuten, vielleicht noch einen zweiten Go hätten. Ja, da mir die Füße ohnehin ziemlich oft kommen, dachte ich, stelle ich die gar nicht mehr. Ich glaube, dass Boulderhangeln gut für die gesamte Kraft im Oberkörper ist. Also Oberkörperkraft, auch Fingerkraft und natürlich alles, was man beim Hangeln braucht, auch gut für die Spannung. Und ist im Gegensatz zu simplen einarmigen oder Klimmzugübungen ist es halt dem Bouldern ein bisschen näher. Man macht halt, hat verschiedene Griffformen, muss schon gucken, wie man den Körper positioniert, wo der Schwerpunkt ist. Und deswegen ist es dem normalen Bouldern eigentlich relativ ähnlich, meiner Meinung nach. Nur, dass man halt ja, ganz andere Kraft aufbringen muss, also besser trainieren kann. Yeah. Yo. 1 for the money, 2 for the dough, 3 for the paper, that's all that I know. That's it from me. Check back for more climbing news on Epic TV Climbing Daily.